von einem, der als Schuster neue Leisten fand. Wenn das Finanzielle nicht wäre. Ein deutsch-irischer Schuhmacher erzählt von seinem Job mit Licht und Schatten. Bis auf das Finanzielle, so bereue ich es nicht. Ich bin hier mein eigener Herr, da läuft meine Musik. Es hat halt alles seine Vor- und Nachteile. Ich bin jetzt seit 19 Jahren selbstständig hier. Ich habe das als Umschwung hier 95 angefangen, so habe dann den Laden 98 von meinem Meister hier übernommen, so der ist in Rente. Und seitdem ja, halte ich auch gerade mal so finanziell den Kopf über Wasser. Sind die Schuhmacherketten mit integrierten Schlüsseldiensten denn eine Konkurrenz für Sie? Das sind halt Leute, die in, was weiß ich, 2-3 Wochen Crashkurs wissen sollen, wie man richtig Schuhe repariert. Und wie verlief Ihre Ausbildung? Statt 3 Jahre muss ich nur 2 Jahre machen, weil Abitur und abgebrochenes Studium. Ich musste halt zur Prüfung dann, also schriftlich oder mündlich, es war ein Klacks, aber ich musste zur Prüfung halt ein paar Marschschuhe abliefern. Davor hatte ich schon gehörigen Respekt bei der praktischen Prüfung, aber ich habe es auch bestanden. Eine ehrliche Arbeit. Sag mal so, der Job an sich macht Spaß. Es ist eine ehrliche Arbeit, also ich muss jetzt nicht irgendwie Klinken putzen und den Leuten irgendwie eine Versicherung aufschwatzen. Das sitzt nicht nur in der Werkstatt und hämmert vor mich hin, sondern auch der Umgang dann halt mit Menschen, mit Kunden. So der Job und alles ist okay, aber wie gesagt, von der finanziellen Seite. Andererseits, ich kenne auch einen Haufen Leute in meinem Alter, ich bin jetzt auch schon über 50, die schon seit Jahren auf Hartz IV waren und sonst was und irgendwelche Maßnahmen gemacht haben. Im Großen und Ganzen bin ich froh, dass ich doch eine Aufgabe habe. Klar gibt es auch mal, klingelt der Wecker morgens so und man denkt, lass mich in Ruhe, aber im Großen und Ganzen. Und ohne irische Musik geht die Arbeit nicht von der Hand. Ich bin hier mein eigener Herr, da läuft meine Musik. Ich habe in den ganzen 19 Jahren eine einzige Niederlage gehabt. Da kann ich echt von Glück sagen, weil ob ich das sonst irgendwie stemmen könnte. Ich habe halt auch den Fehler damals gemacht, als ich dann hier übernommen habe, in die private Krankenversicherung reinzugehen. So, das war damals noch günstig, jetzt zahle ich über 400 Euro. Da zeigt der Kapitalismus seine wahre Fratze. Wie wir wahrscheinlich alle dachten, als die Mauer fiel, es wird nur noch besser werden. Pustekuchen, jetzt zeigt der Kapitalismus seine wahre Fratze. Internationale Kundschaft. Da gibt's schon mal einen Extra-Service. Hallo. Hi. Absätze? Okay. Auf welchen Namen? Angela. Speak English? Aha. Yeah, okay. 3 o'clock, that's the problem. Oh my goodness. I'll tell you what. I'll make you a solution. I'll come to the next door and I'll give it in the Asian restaurant. You pay now. Yes. Yes? Oh, thank you. Have a nice day, yeah. Bye bye. Ich habe eine deutsche Mutter, einen irischen Vater und bin selber in England geboren. Und European Son, wie man so sagt. Bin mit 7, 8 Jahren sind wir nach Deutschland gekommen. So. Ja, ich meine, man schlängelt sich ja so seinen Weg durch, so bis man dann vielleicht doch irgendwie das findet, womit man klarkommt. Qualität, 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 Qualität. Weg von Geiz ist geil, hin zu Qualität. Es verändert sich die Qualität. Also ich meine, die Schuhe, die es noch vor 20, 30 Jahren gab, und der Mist, der einem heutzutage angedreht wird. Früher war das halt zumindest mal made in Europe. Heutzutage auch mal als Bangladesch, Indien, made by children. Ich sage auch immer zu den Leuten, also wer zu 30, 40 Euro irgendwelche Billigbotten kauft, ist dann selber schuld, weil ich tue mir selber auch keinen Gefallen damit, weil auch gesundheitlich gesehen, weil schlechtes Schuhwerk hat Einfluss auf Füße und auch auf die Wirbelsäule. Und ich sage dann auch immer zu den Leuten, gib lieber ein paar Euro mehr aus für ein paar gescheite Schuhe. Wenn ich dann immer nur schlechtes Schuhwerk anhabe, dann gibt es halt mit Mitte 15 pädische Schuhe vom Orthopädie-Schuhmacher und die sehen nicht so besonders toll aus. Und das andere ist halt auch, ja, ich meine, wer halt gute Schuhe kauft, regelmäßig die inspizieren lässt, der hat dann auch die Schuhe, was weiß ich, statt nur mal, was ich eine Saison, habe ich so ein paar Schuhe auch vielleicht 5, 6 Jahre oder richtig handgemachte Schuhe, maßgemachte Schuhe, die halten manchmal 30, 40 Jahre. Qualität, Qualität. Ich sage mir, ich kann nur durch Qualität überzeugen, brauche ich mich nicht zu verstecken. Und ich bin auch der Meinung, wir müssen wieder zurück zur Qualität, weil dieses ganze Geiz ist geil, ist der größte Mist, den es jemals gegeben hat. Ich denke mal, ich mache einen guten Job. Schuhe bauen, es gibt ja Schuhe und Schuhe, also es gibt halt den klassischen Herrenschuh, es gibt halt auch die Sandalette. Es sind alles verschiedene Macharten. Aber wenn man jetzt halt sowas auf Maß macht, dann geht es nach 2000 Euro aufwärts los. Weil zum einen das Leder, das man verwendet, Oberleder, Bodenleder,
sind wir bei vielleicht 300, 400, 500 Euro, weil da nehmen sie nicht das billigste Leder, das gleich nach 2 Jahren kaputt geht, sondern das soll ja auch was aushalten. Sie brauchen dann ja auch einen Leisten. So, wenn sie Maß nimmt, dann müssen sie den Leisten auch bearbeiten. Das heißt, sie müssen entweder ein bisschen was abraspeln oder ein bisschen was mit Kork oder so aufbauen, weil nicht jeder Fuß gleich ist. Dann müssen sie den Schaft machen, das Ganze, das alles zusammennähen, so mit Futter allem drin. Dann bauen sie das Ganze zusammen und das alles von Hand nehmen und dann sind sie ungefähr bei 100 Arbeitsstunden. Und für 5 Euro die Stunde wird kein Schuhmacher einen Schuh zusammenbauen. Ja? Und da sind wir dann halt locker, wie gesagt, bei, sagen wir, 2000 Euro auf. Ja. Ich habe mir da mal zur Prüfung habe ich mir ein paar Schuhe gebaut und die habe ich immer noch. Qualität. Oktober, November, Dezember bis Weihnachten, dann brummt's. Also kleiner Tipp, wenn Sie jetzt irgendwie Winterstiefel in die Ecke gestellt haben, nicht einmonten und dann erst bis November warten, wenn Sie die jetzt vorbeibringen und wenn es jetzt mal 2 Wochen dauert, die werden Sie nicht vermissen. Von einem, der als Schuster neue Leisten fand. Ein kleines Feature von Claudia Falk.